Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start mit einem neuen GTA 5 Online God Mode Glitch. Und dieser Glitch ist mega einfach und funktioniert auf alle Konsolen. Ihr braucht einen Kumpel, der wo sich am LM's Customs befindet. Er kann mit irgendeinem Auto fahren, auch eins von der Straße. Ihr steigt ein und wählt einen Story-Charakter aus. So, jetzt kommt gleich so ein Bildschirm, wo ihr X drücken könnt, und da müsst ihr jetzt warten. Euer Kumpel fahrt in die Garage einfach rein, und wenn diese Ladesequenz kommt, so dass ihr ungefähr fast schon drin ist, muss er euch sagen, dass ihr X drücken sollt. Dann drückt ihr X und ihr fliegt in den Story-Modus. Ganz einfach. Und jetzt der nächste Schritt. Entweder ihr joint einem Freund hinterher, geht einfach auf Online, Freund beitreten. Oder so wie es ich hier mache, ich werde eingeladen von German Glitch TV wieder in dieselbe Lobby. Und dann in der Lobby habt ihr dann auch einmal passiven Modus aktiviert. Warum das so ist, kein Plan, Leute, aber es ist so. Dann geht ihr einfach auf Start oder bei der PS4, hier kriege ich gerade die Einladung, bei der PS4 einfach auf das Touchpad lange drücken und deaktiviert den passiven Modus. Und dann ist der Godmode auch schon an. Von den Bullen könnt ihr noch getötet werden, aber von Online-Spielern auf keinen Fall. Ich finde diesen Glitch eigentlich voll der Hammer und witzig, weil ihr gleichzeitig irgendwie auch noch so unsichtbar seid, wenn die Leute sind irgendwie so unsichtbar, das könnt ihr hier gerade sehen. Jetzt bin ich irgendwie in den passiven Modus reingeflogen, also reingeschossen worden, keine Ahnung wie. Und jetzt deaktiviere ich den einfach. Ausschalten, und jetzt ist der passive Modus ausgeschalten, aber gleichzeitig noch an. Und ihr könnt jetzt Waffen auswählen und ihr könnt witzige Sachen machen. Ihr könnt auch in Autos reinfahren, die wo unsichtbar sind, also wo Leute drin sitzen. Und dann, wenn die aussteigen, werdet ihr in die Luft katapultiert. Zwar nicht hoch, aber ich finde das Ganze noch voll witzig. Hier könnt ihr sehen, German Glitch TV schießt die ganze Zeit auf mich. Passiert aber überhaupt nichts. Und nur mal so zur kleinen Info nebenher. German Glitch TV hat natürlich nicht mit YouTube aufgehört. Ich habe es von ihm selber gehört. Er wird jetzt demnächst wieder anfangen, Videos auf YouTube hochzuladen. Ich kann dazu nur sagen, dass es halt so ist. Warum er das letzte Zeit keine Videos gemacht hat, müsst ihr ihn selbst fragen. Dazu werde ich nichts sagen. Auf jeden Fall hier nochmal zu dem Glitch. Ihr könnt auf jeden Fall sehen, dass das auf jeden Fall cool ist. Ihr habt God Mode. Und jetzt, wenn ihr Bullen habt, also ihr kriegt Bullen, und dann könnt ihr auch getötet werden. Aber das Coole ist, es geht nicht weg. Auch wenn ihr tot wart von den Bullen, ist das Ganze noch da. Ich werde euch jetzt das zeigen, dass man auch durch Autos durchfahren kann, Leute. Und wenn diejenige Person dann aussteigt, dass ihr dann wegkatapultiert werdet, ist auf jeden Fall sauwitzig. Ihr könnt auch in meine Crew beitreten. Habt ihr hier schon das Crew-Emblem von mir gesehen? Ist dasselbe wie auf YouTube natürlich. So, Leute. Und ich habe ja im letzten Video versprochen, dass ich ein Minecraft-Projekt machen werde. Und das wird natürlich auch noch stattfinden. Das Video wird heute leider nicht mehr kommen. Aber ich werde es auf morgen Abend stellen, dass ihr es dann morgen Abend sehen könnt, was ihr dafür machen müsst, dass ihr bei dem Minecraft-Silvester-Sprengung mitmachen könnt, was da alles dazugehört. Das werde ich dann morgen Abend in dem Video raushauen, so gegen 10 Uhr wahrscheinlich kommt das Video erst, weil ich erst um 18 Uhr von der Arbeit komme, Leute. Wusch, hier, das ist wieder richtig cool. Ich finde das auf jeden Fall sau witzig. Wird natürlich wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder gepatcht, aber ihr könnt es mal ein bisschen Spaß machen und so. Wenn ihr das zu oft macht, werdet ihr gebannt, das muss ich noch dazu sagen. Aber wenn ihr es so in private Sitzungen macht, so wie ich das hier mache, dann werdet ihr auf keinen Fall gebannt und es kann auf jeden Fall nur Spaß sein. Ihr könnt teilweise auch in Häuser reinfahren. Auf jeden Fall saugeiles Video, saugeile Glitch, sorry Leute. So, und ich werde euch dann heute Abend vielleicht auch noch ein kleines Video zu dem neuen oder alten Geldglitch zeigen. Haut rein, euer Matrix. Ciao, Leute. Und vergesst nicht, auf unserem TeamSpeak mal vorbeizuschauen, Leute. Und nochmal, haut rein. Ciao.